Die Münzdiebe vom Kelten- und Römermuseum im bayerischen Manching sind gefasst worden. Ende November letzten Jahres stahlen die vier Tatverdächtigen 483 keltische Goldmünzen aus dem Oberbayerischen Museum. Sie brachen nachts über einen Notausgang in das Gebäude ein. Dabei entwendeten sie die Münzsammlung aus den Vitrinen. Festgenommen wurden die Männer in Mecklenburg-Vorpommern. 70 Goldmünzen seien wohl eingeschmolzen worden und damit als Kunstschatz unwiederbringlich verloren. Es gebe aber Hoffnung, dass die übrigen Münzen noch unversehrt gefunden werden könnten, teilten die Ermittler mit. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden auch Goldklumpen gefunden. Diese weisen nach ersten Analysen in der Stoffzusammensetzung weitreichende Übereinstimmungen mit dem in Manching entwendeten Keltenschatz auf. Aktuell spricht also vieles dafür, dass es sich hierbei zumindest um einen Teil des Manchinger Keltenschatzes handelt. Um das abschließend bestätigen zu können, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig. Leider muss damit aber nun auch davon ausgegangen werden, dass der Keltenschatz von Manching in seiner ursprünglichen Form zumindest nicht mehr in Gänze erhalten ist. So, wir schauen zu Julia nach München. Was heißt denn das jetzt konkret? Also man konnte einen Teil der Münzen sicherstellen als Münzen oder dann doch nur als Goldklumpen? Weil wir ja gerade vor dem O-Ton gesagt haben, dass man hofft, Münzen dann noch in ihrer ursprünglichen Form irgendwann auch noch zu finden. Ja, also man muss wirklich sagen, dieser keltische Schatz, der ist geschichtsträchtig. 2000 Jahre alte Münzen, die wurden 1999 in Manching gefunden und dann auch irgendwann in dem Museum ausgestellt. Seitdem konnte man sie begutachten. Letztes Jahr haben wir dann eben gehört, dann leider der Diebstahl der 500 Münzen. Und diese waren sehr wertvoll. 250.000 Euro auf dem freien Markt würden sie sogar mit 1,6 Millionen Euro gehandelt werden. Ja, und diesen Teil des Goldschatzes hat man jetzt bei einer Übergabe der Täter gefunden. Es waren aber nur noch Goldklumpen und 18 Stück an der Zahl. Und die Ermittler hoffen, dass da noch mehr von diesem am besten ursprünglichen keltischen Goldschatz gefunden wird. Dann lass uns einmal noch mal auf die Tatverdächtigen blicken. Was weiß man über sie? Ja, also seit letztem Jahr November gab es eine 25-köpfige Sonderkommission, Oppidum, und die haben wirklich händeringend nach den Tätern gesucht. Und mit Tauchern haben sie das Gebiet um den Weiher, Pichler Weiher, der in Manching ist, und auch in der Paar im Fluss gefunden, und zwar mehrere Gegenstände. Das hatten damals schon die Ermittler angedeutet. Jetzt durch die Pressekonferenz weiß man, um welche Gegenstände es sich dabei handelt, und zwar um ein Brecheisen, um eine Astschere und einen Seitenschneider. Auch eine Funkantenne wurden gefunden. Ja, und auf einem dieser Gegenstände wurden tatsächlich DNA-Spuren gefunden, die dann letztendlich zu den Tätern geführt hat. Es gab 8 Spurentreffer, und diese sollen in dem Zusammenhang von mehreren Einbruchsserien stattfinden in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Ja, über die Täter ist auch etwas bekannt, und zwar sind es 4 an der Zahl, die gefasst wurden bisher. Eventuell gibt es noch weitere, da wollten sie sich jetzt bei der Pressekonferenz leider nicht zu äußern, aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Täter sind alle zwischen 42 und 50 Jahre alt und haben ganz solide Berufe. Also der eine, der arbeitet in einem Supermarkt, anderer ist Buchhalter, und anscheinend welche, die das aber so ein bisschen zu ihrem Beruf gemacht haben, in ganz Deutschland eine Einbruchsserie zu starten. Julia, danke schön für diese Information. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.